Ja, hallo zusammen. Jetzt kommen wir zur Addition von Brüchen. Und da gibt es zwei verschiedene Fälle. Jetzt gucken wir uns erstmal den Fall an, wenn die Nenner von beiden Brüchen, die ich addieren will, übereinstimmen. Ich schreibe das mal auf. Ich habe also übereinstimmende Nenner. Dann funktioniert die Addition so. Ich nehme zum Beispiel mal ein Fünftel und addiere dazu 2 Fünftel. Dann habe ich insgesamt 1 plus 2 Fünftel, also insgesamt 3 Fünftel. Was also gemacht wird, wenn die Nenner übereinstimmen, muss ich nur die Zähler addieren und als Nenner den bisherigen Nenner aufschreiben. Jetzt gucken wir mal, was wir da eigentlich gerechnet haben. Wenn wir hier einen Kuchen haben, den wir in 5 Teile unterteilt haben. Und wir haben jetzt schon ein Teil gehabt, das wäre jetzt hier dieses eine von 5 Stücken. Und addieren zu diesem einen Stück noch 2 weitere Stücke dazu. Dann haben wir insgesamt 3 Stück. Jetzt können wir das noch aufschreiben ganz allgemein. Wenn wir also jetzt einen Bruch A geteilt durch B haben und addieren dazu einen Bruch C geteilt durch B. Also in beiden Brüchen stimmt der Nenner überein, in beiden Fällen ist es B. Dann ist das Ergebnis, die Zähler müssen addiert werden, A plus C geteilt durch den bisherigen Nenner. Ja, jetzt gucken wir uns hier die Addition an. Die Subtraktion, also wenn ich einen Bruch von einem anderen Bruch abziehe, braucht man sich da nicht extra für angucken. Das funktioniert natürlich dann entsprechend. Wenn ich jetzt 3 Fünftel habe und ziehe davon ein Fünftel ab, dann ist das nichts anderes als 2 Fünftel. Ja, ich habe 3 von den 5 Stücken des Kuchens, nehme dann ein Stück noch davon weg, dann bleiben noch 2 von 5 Stücken übrig. Dann habe ich da also 2 Fünftel stehen. Ja, das geht also völlig analog. Und was passiert jetzt, wenn die Nenner nicht übereinstimmen? Das gucken wir uns im nächsten Video an. Bis bald!